Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana. Hallo und ich bin Ramona. Und heute machen wir eine Sonderepisode, wo wir mal wieder einen Buchtag beantworten. Hurra, ist schon viel zu lange her irgendwie, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Und wir haben uns insgesamt zwei ganz tolle Buchtags rausgesucht und einen werdet ihr heute hören und den anderen eben ein bisschen später, je nachdem wie es dann eben in den normalen Episodenfluss reinpasst. Genau, und zwar haben wir uns für den Thank You Next Booktag entschieden. Das ist einer, der eben auf YouTube aufgetaucht ist. Ich verlinke euch dann auch, von wem der original kommt. Und wir haben jetzt quasi die Fragen, die natürlich auf Englisch waren, ursprünglich übersetzt und unsere Antworten eben dazu genommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit der ersten Also Frage. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir die vorher nicht durchgegangen sind. Das heißt, es ist jetzt auch für uns beide neu. Das erste Mal. Also ich bin ganz gespannt, was du geantwortet hast. Ja, ich auch, bei dir. wir haben auf jeden Fall bei diesem Tag neun Fragen, beziehungsweise die letzte Frage geht im Grunde nur noch darum, wen man sonst noch taggen möchte. Und die erste Frage lautet, nenne ein Buch, bei dem du Danke, Nächstes gesagt hast, zum Beispiel ein abgebrochenes Buch. Ja, da beginne ich mal. Und zwar das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ist Iron Dead, der 10. Kreis von Wolfgang Holbein. Aha. Und zwar habe ich dieses Buch über, ja, ich weiß nicht, ob es Lovely Books war, also auf jeden Fall über irgendeine Plattform bekommen und sollte es rezensieren. Und dachte ich so, wow, cool, Wolfgang Holbein habe ich schon lange nicht mehr gelesen, kann man ja mal wieder machen. Und ich war so enttäuscht. Also ich fand das Buch leider ganz, ganz schlimm. Oh je. Es war halt wirklich so, dass es fast nur aus Monologen bestand. Hm. Und das Setting war eigentlich ganz cool, so Steampunk-mäßig. Und ich dachte, wow, das ist eigentlich total mein Ding. Es war so, so langweilig. Also es war auch super dick, das Buch. Und man hätte im Grunde mindestens die Hälfte kürzen können. Okay. Also das war wirklich so, ich habe es dann abgebrochen und musste sagen, tut mir leid, ich kann es nicht rezensieren, weil ich musste es leider abbrechen. Beziehungsweise es kam dann irgendwann mal als Hörbuch danach raus. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich da keinen Zugang irgendwie gefunden habe. Mhm. Ich könnte es ja jetzt mal mit dem Sprecher versuchen, vielleicht lockert der das Ganze ein bisschen auf. Und selbst da, ich habe es mir dann über Audible geholt und ich musste es dann auch abbrechen. Okay. Und ich musste sogar dieses Hörbuch abbrechen, weil ich dachte, eigentlich möchte ich schon wissen, wie es weitergeht. Aber ja, hat dann leider nicht geklappt. Ja. Genau. Und das Zweite, das ist ein aktuelles und das tut mir irgendwie auch leid, ist nämlich Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Ach was. Und ich weiß, dass du sie echt gerne magst. Und nee, ich habe es noch nie gelesen. Also nee, die Autorin, dass du die Autorin gerne magst. Ja, die ist ganz nett, auf jeden Fall. Aber ich kam irgendwie nicht in dieses Buch rein. Ja. Ich habe gehört, dass die Reihe eigentlich ganz gut sein soll. Ja. Und es gibt ja jetzt auch gleich 3-4 Bände mittlerweile. Ja, ich glaube, es soll auch verfilmt werden, glaube ich. Ach, also echt? Hab ich das irgendwie, wusste ich zwar schon. Habe ich irgendwie gehört und ich dachte, Mensch, das lese ich jetzt mal. Und es war so ein bisschen so schön und das Beast-mäßig. Mhm. Aber es passierte irgendwie nichts. Also der Anfang war ganz interessant. Und dann sitzt sie da irgendwie in diesem Schloss mit diesem Beast und es passierte irgendwie nichts. Und ich dachte, warum lese ich das jetzt? Und ich habe das dann einfach abgebrochen, weil es einfach nicht spannend war. Okay. Eventuell lag das dann einfach so in der Situation, dass ich, vielleicht muss ich danach nochmal irgendwann greifen und jetzt nochmal eine neue Chance geben. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, nee, irgendwie fehlt mir da an was. Vielleicht ist das ja auch ein Stück weit so, dass sie lässt sich ja auch manchmal recht viel Zeit, um etwas zu erzählen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe diese andere Reihe von ihr gelesen mit der Throne of Glass. 5 mittlerweile schon fertig und ich zögere aktuell tatsächlich auch noch so ein bisschen den 6. Band zu lesen. Der steht schon ein bisschen länger in meinem Regal, seit ein paar Monaten. Ja. Jetzt noch nicht ewig lange, aber seit ein paar Monaten. Und alleine diese schiere Länge von diesem Buch schreckt mich einfach leider Gottes ab. Obwohl ich weiß, wenn ich erstmal reinkomme, dann ist auch alles gut so. Aber ja, wer weiß, ob das nicht bei dem auch so ein Stück weit so ist. Ne? Aber wenn natürlich nicht wirklich viel Handlung, nicht viel passiert, so, kann ich nachvollziehen. Also vielleicht war es auch nicht mein Thema. Also es kann natürlich dann auch sein, dass ich denke, okay, das ist eine komische Liebesbeziehung, also man wusste, okay, wahrscheinlich soll es eine werden, das ist es aber eigentlich noch gar nicht und sie ist irgendwie gezwungen, dann in diesem Schloss zu sein, das ist halt ein bisschen wie Schön und das Biest, habe ich halt so das Gefühl gehabt. Aber da passierte einfach, wie gesagt, nichts und ich konnte auch mich in diese Welt nicht hineinversetzen. Also verstehe. Ich habe die nicht verstanden, diese Welt. Ja, okay. Also vielleicht gebe ich dir nochmal eine Chance, aber jetzt war es erstmal so, danke, Nächstes. Ja. Bei mir war es Wer anderen eine Bombe baut von Christopher Brookmeyer. Das war ein Rezensionsexemplar, was ich sogar extra angefordert hatte, weil mir die Beschreibung so gut gefallen hat. Und
Ja, es war, glaube ich, letztes Jahr auch in meinen Flops mit drin. Also ich habe es tatsächlich auch durchgelesen, weil ich gedacht habe, zum einen, es ist ja nicht schlecht geschrieben. Weißt du, kennst du das? Wenn ja, du so klar. Denkst, es ist echt eigentlich gar nicht so verkehrt und vielleicht, ne, also ich glaube einfach, ich war nicht die richtige Zielgruppe für dieses Buch. Ja. So, und das war mir halt nicht bewusst, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es schwofft dann so ein bisschen ab in so eine Richtung, so was so ein Gamer vielleicht sich in seiner Fantasie irgendwie als cool empfindet. So. Also zu Anfang des Romans kam gar nicht richtig Fahrt auf, weil dann ständig von dem Bösewicht quasi die Jugend oder die Studiumzeit quasi von dem besten Kumpel damals rekapituliert wurde. Und oh, also weiß ich nicht, da ist irgendwie nichts passiert. Und dann so im letzten Drittel oder Viertel kam dann total viel Spannung auf, aber halt auch so ein bisschen unplausibel oder unrealistisch, weil es halt, ne, wie so, ja, als würde der so ein Computerspiel spielen. Ach so. So ein bisschen. Also mit der taffen Polizistin an seiner Seite, die irgendwie, sagen sie, so ein Kernkraftwerk, was der Bösewicht sozusagen hochspringt, weil also so völlig, nicht Kernkraftwerk, sondern Wasserkraftwerk, aber also es war irgendwie ein bisschen überdreht, sage ich jetzt mal, und halt auch nicht so ganz realistisch und halt super viel, das war so ein Auskotzen auf sehr hohem intellektuellen Niveau. Okay, aber hast du das dann zum Anfang oder war das irgendwie plötzlich was ganz anderes? Also interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe die ersten 20 Seiten oder so, war so eine Art Epilog. Ja. Wie heißt das Epilog von uns von? Ja. Ja. Epilog. Prolog. Also Einführung quasi. Und ja, das war komplett anders formuliert und geschrieben als der Rest des Buches, weil die ersten paar Seiten waren quasi aus der Sicht des Bösewichts, und der hat halt wirklich nur sich auf dieser er hält sich halt für was Besseres, und er ist halt irgendwie in Schottland und in so einer Industriestadt, wo es eigentlich nur, wo die Leute quasi immer von der Arbeit zu ihren langweiligen Reihenhäusern pendeln, so nach dem Motto. Und dann kotzt er sich halt darüber aus, dass die halt ständig, dass die anderen, diese blöden Arbeiter ja ständig im Stau stehen und bla bla bla, und dass er das halt nicht möchte und deswegen ist er Terrorist geworden. Ach so. So, weißt du, und Der war so dermaßen unsympathisch, dass ich echt überlegt habe, genau in dem Zeitpunkt zu beenden. Und dann wurde der Staffelstab des Erzählers quasi an einen anderen übergeben. Mhm. Und da wurde es dann normaler oder man fühlte sich nicht so angekotzt die ganze Zeit. Ja. Also dann ging das wieder. Aber ja, zu Anfang war es sehr, sehr spannend, weil halt genau erstmal wurde quasi seine Terroristentaten, das war, oder zumindest mitreißend auch, also wurde dann beschrieben irgendwie, ja, und dann brach die Brücke zusammen oder so. Ja. Also so eine Art Rückblick halt, was er so gemacht hat, aber ja, dann war es sehr lange Zeit sehr langweilig deswegen. Mhm. Aber du hast es nicht abgebrochen. Ich habe es nicht abgebrochen, ich habe mich tatsächlich durchgekämpft, weil wie gesagt, zum Schluss, also es war echt nicht schlecht geschrieben und ich wollte auch wissen, was passiert. Ich habe es nur dann zugeklappt, habe gedacht, ja, okay, das war jetzt nicht unbedingt meins. Okay, nächstes. Genau, nächstes. Ja, und was ich auch nicht so gut fand, war die Zeitfalte von Madeleine Lengel, heißt sie, glaube ich. Das war mir zu esoterisch. Also, das soll irgendwie ein Kinderbuch-Klassiker sein. Also, in Amerika und England, okay, wahrscheinlich eher. Und da geht es halt ganz typisch so um ein junges Mädchen, wo der Papa weg ist. Auch schon seit ein paar Jahren mysteriöserweise verschwunden. Die Eltern sind irgendwie Wissenschaftler. Die Mutter kommt mit den, ich glaube, 4 Kindern insgesamt alleine gar nicht so gut klar, weil sie eben auch noch eben Wissenschaftlerin ist und halt noch Geld verdienen muss und so. Und sie macht sich dann mit ihrem kleinsten Bruder irgendwie auf die Suche nach diesem Vater. Und dann wird es halt total merkwürdig, weil dann begegnen ihr, glaube ich, wie so 3 Hexen oder sowas. Das sind aber eigentlich, also Frau wann, Frau wie, Frau was oder irgendwie so. Also ich weiß, wie so ein schon Märchen quasi. Ja, oder? So in die Richtung. Und die sagen ja aber, nein, nein, dein Vater beschützt die Erde, der ist im Weltall. Und also es ging dann, es schwifft dann, oder schwoff, wie nennt man das? Es ist dann halt total abgeschwoffen. Es ist dann halt total komisch geworden und war dann irgendwie so, ja, dann sind sie auf so, oh, was war denn das? Haben die sich verwandelt, diese Hexen? Oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ging das dann so ins Spirituelle, ja, über, so nach dem Motto, nein, nein, die Hexen sind gleichzeitig auch Engel und auch haben irgendwelche Pferde mit Flügeln und mit denen können sie dann ins Weltall reisen. Aber das Weltall ist natürlich nicht wirklich das Weltall, sondern der Himmel und Gott und keine Ahnung, das wurde halt sehr, sehr, ach, ich krieg das gar nicht mehr alles zusammen. Das war einfach so, ich, quasi, völlig was ich irre. So ein Kind vielleicht irgendwie in der Fantasie zusammenreimen würde. Ja, vielleicht auch das. Aber also ich,
ja, es war halt auch so ein bisschen, weil es ist halt in die Jahre gekommen. So, und das hat man dem halt leider total angemerkt. Also ich fand es wirklich überhaupt nicht schön. Hast du es zu Ende gelesen? Auch. Also man ist da irgendwie so drin. Also vor allem, weil das ist so ein kleines Buch. Das ist irgendwie ich weiß nicht, 160 Seiten oder so. Nee, vor allem, das ist auch ein Mehrteiler. Also die restlichen, die habe ich dann echt nicht mehr gelesen. Weil ich gedacht habe, ja, okay, gut zu wissen. Ich weiß jetzt, wovon ich rede, aber es ist nicht meins. Aber du brichst auch grundsätzlich Bücher ab. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich dann sage, wie gesagt, wenn irgendwas nicht spannend wird und ich das Gefühl habe, ich werde mit den Charakteren nicht warm und so, dann breche ich es tatsächlich einfach ab und sage, okay, entweder es passt gerade jetzt nicht in meine Situation, ich kann mich nicht hineinversetzen, ich probiere es vielleicht später nochmal oder ich sage, okay, nee, ich werde damit einfach nicht warm. Ja. Okay, lass ich sein. Ich mache es in den seltensten Fällen, insbesondere wenn ich ein Rezensionsexemplar bestelle oder eben das Anforderung. Denke ich mir auch, okay, es hat ja einen Grund, warum das interessant klang. Und deswegen möchte ich ihm eigentlich auch eine möglichst lange Chance quasi geben. Und finde das dann unfair, wenn man sozusagen schon recht früh dann aufhört und dann aber sagt, ja, es war doof, ich bin damit nicht warm geworden. Nichtsdestotrotz, man müsste das eigentlich viel häufiger machen. Das ist mir auch bekannt oder bewusst, weil schlussendlich kriegst du ja, ne, deine Lesezeit ist endlich. Und es gibt so dermaßen viele tolle Bücher, die du halt lesen möchtest, die dir vielleicht besser gefallen. Dann muss man es eigentlich müsste man es viel häufiger machen. Aber ich versuche es eigentlich bei Rätsel-Exemplaren meistens dann auch durchzuziehen, damit ich wenigstens eine fundierte Meinung davon habe, dass es mir halt nicht gefallen hat dann schlussendlich. Und ich mache es in den seltensten Fällen. Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, gemacht bei George R. R. Martins relativ frühem Buch. Ja. Oh, ich weiß nicht, wie es ist. Um Eck oder so vielleicht. Ja, das war mit so mehreren Planeten und der ist irgendwie... Ah, okay. Ich weiß nicht mehr gerade, wie das genau hieß, aber da ist irgendwie so eine Frau und die muss ja retten von ihrem Ehemann und so. Mhm. Also ja, das war ein sehr langes Hörbuch und ehrlich gesagt habe ich das dann auch nach dem ersten Drittel oder so abgebrochen, weil es kam nicht in Fahrt. Ja. Ich fand, also alleine schon dieses Anti-Frauen-Weltbild, was da irgendwie als ganz toll propagiert wird, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, das wollte ich nicht. Also okay, das ist quasi viel stärker rausgekommen als jetzt bei der Das Lied von Eis und Feuer-Reihe quasi. Dementsprechend wollte ich das dann nicht mehr machen. Dann haben wir die nächste Frage. Die nächsten drei Fragen kannst du zusammen beantworten oder mit unterschiedlichen Büchern. Die erste Frage davon ist, nenne ein Buch, das dich zu lieben gelehrt hat. Zum Beispiel ein Buch, das du geliebt hast. Das war ein Buch, was ich immer ganz doll hochhalte. Das ist Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Mhm. Weil ich das vielleicht auch mittlerweile zu sehr gehypt habe. Gebe ich tatsächlich zu. Aber es ist wirklich eine ganze Zeit lang mein absolutes Lieblingsbuch gewesen, weil ich diese Schreibweise von ihm so faszinierend fand. Ich fand es toll, was er für Bilder entstehen hat lassen und ich mochte die Charaktere total gerne, eigentlich jeden Charakter, den er irgendwie erfunden hat. Und ich fand die Geschichte so realitätsnah, obwohl es eigentlich eine Fantasy-Geschichte war. Das heißt, er hat immer gut erklärt, warum die und die Magie jetzt funktioniert und wie es denen beigebracht wird auf eine wirklich logische Weise. Und das fand ich super. Und dann geht es halt sehr viel um Musik, was ich auch total toll fand. Das war halt alles so ein bisschen sehr künstlerisch. Und auch wie er geschrieben hat, das fand ich super und er hat es halt auch super aufgebaut. Also von Anfang bis Ende ist immer diese unterschwellige Spannung da, obwohl eigentlich vielleicht zeitweise gar nicht viel passiert. Und ja, das fand ich, also man könnte auch fast sagen, das ist ein Buch, was man liest, obwohl man eigentlich gar nicht genau weiß, warum vielleicht sogar, weil ja, man denkt immer so, jetzt kommt doch mal auf den Punkt, jetzt mal sehen, was jetzt passiert, so, aber man irgendwie trotzdem am Ball bleibt, weil es einfach so schön geschrieben war. Da ist es ja, glaube ich, auch so, dass es eine Rahmenhandlung gibt. Ne? Genau. Ich glaub, weil man schon weiß, wohin es führt sozusagen, will man unbedingt wissen, wie es dahin kam. Ja, es ist halt eine Geschichte in der Geschichte. Aha. Das heißt, Crowth erzählt einem einem Chroniker quasi, heißt das dann so? Chronisten. Wie er zu dem geworden ist, was er, ja, zu dem Mann, den er jetzt gerade, der jetzt gerade ist und wie er da hingekommen ist. Und fängt halt leider ganz vorne an in seiner Kindheit und das zieht sich dann halt wirklich so durch. Und bis zum Studium, glaube ich, im ersten Buch. Bis bis zum Studium. Ja. Und ja, man möchte einfach wissen, jetzt zum Donnerwetter, wie ist denn dieser, weil die Personen sich komplett unterscheiden. Also dieser junge Crowth unterscheidet sich komplett von dem Alten und man fragt sich wirklich, wie ist es denn dazu gekommen? Richtig. Und wie haben sich diese ganzen Gerüchte um ihn irgendwie entsponnen und
Man möchte es halt einfach wissen. Das wird natürlich im ersten Band noch leider noch gar nicht irgendwie erklärt. Im zweiten immer noch nicht. Und das dritte lässt leider immer noch auf sich warten. Den zweiten Teil haben sie ja sogar in zwei Teile aufgeteilt. Mhm. Und ja, den dritten Band hat Herr Rusfus leider immer noch nicht geschrieben, seit bestimmt 20 Jahren das gefühlt jetzt. Aber das ist ja wohl direkt auch noch ein Buch, das dich Geduld gelehrt hat. Hatte ich auch zuerst überlegt, ob ich das dann auch noch dazu schreibe, für die nächste Frage quasi. Aber ja, ich habe es jetzt erstmal, das habe ich irgendwie geliebt, das Buch. Ja. Und als nächstes ist es eine Reihe, nämlich die Chroniken des Eisernen Druiden von Kevin Hearn, die ich auch total liebe. Aber da muss ich sagen, ich verbinde das halt auch so mit Urlaub. Weil mein Mann und ich haben das halt immer auf unsere Fahrten nach Schweden gehört und auch dort halt vor Ort. Und das ist etwas, was wir auch zusammen gehört haben. Ich habe die Hörbücher immer vorher als erstes gehört, weil ich immer nicht warten konnte, bis wir Zeit hatten. Das heißt, ich habe es dann in Schweden und so auf den Autofahrten immer doppelt dann gehört. Ja, das ist auch nicht schlecht dann. Aber die waren halt so gut, weil die halt von Stefan Kaminski gesprochen werden und dass die so unterhaltsam sind, dass das wirklich mal eine Ausnahme ist, dass ich Hörbücher doppelt höre. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, eigentlich normalerweise empfinde ich das immer als verschwendete Zeit, irgendwie ein Buch zweimal zu lesen oder was doppelt zu hören. Aber weil es mir so viel Spaß gemacht hat, das dann nochmal mit jemandem zusammen zu hören, war das halt toll. Und ich muss zwar sagen, dass die Reihe mittlerweile so ein bisschen an Energie ein bisschen abnimmt oder es halt sich viel wiederholt, aber gerade so die ersten Bücher, es wird halt immer besser mit der Zeit und ich glaube, ich liebe es halt so, weil ich einfach so viel damit verbinde, würde ich sagen. Ja. Ich finde es einfach toll. Ich fand die auch, also ich habe erst eins gehört, aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal weiter hören. Ja, und was hast du denn geliebt oder liebst du immer noch? Ja, also tatsächlich, was mich total von den Socken gehauen hat, weil ich irgendwie mit ganz anderen Erwartungen reingegangen bin, war Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ist auch lange Zeit eines meiner liebsten Bücher eigentlich gewesen. Und was ich immer noch daran sehr schätze, obwohl es mittlerweile so, nachdem ich es auch, ich sag mal, immer zweimal oder dreimal gelesen habe, beziehungsweise Passagen meistens nur, also je nachdem, wonach ich mich gerade fühle, quasi lese ich da nicht das ganze Buch, sondern eben nur das, was mich gerade nochmal interessiert, was ich nochmal erfahren möchte. Und also da, was ich wirklich gut an dem Buch finde, ist, dass es quasi so die Phasen von einer Liebesbeziehung super treffend abbildet. Hm. Vom ersten Kennenlernen, wo man noch so total verknallt ist und irgendwie ständig im Bett miteinander landet, über wirklich so dieses, der gehört zu mir oder die gehört zu mir und eben dieses, jetzt heiraten wir, oh wie aufregend und dann irgendwie, ja, jetzt kriegen wir ein Kind und so, also so alle Phasen, aber auch sehr realistisch. Also da gibt's auch irgendwie so ein Mini-Kapitel, wo sie dann sagt so, ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis. Mhm. Ich mag es, manchmal liebe ich es, wenn er weg ist. So. Und, ich finde es total herrlich, ich lasse mir dann ein Bad ein, ich mache dieses und jenes und gehe in ein Restaurant, wo ich nie mit ihm halt zusammen hingehe und habe halt einfach so Me-Time. Und es ist einfach so realistisch dabei. Also es ist wirklich, klar, es ist romantisch, aber es ist auch, dass man wirklich denkt, so ja, kenne ich. Also irgendwie der beste Freund von ihr will was von ihr. Ah, okay. Das zieht sich halt auch durch, dass er eigentlich die ganze Zeit baggert, selbst als sie verheiratet ist, selbst als er verheiratet ist. Also weiß ich nicht, das ist so diese ständige Klitsch, in dem quasi die Männer zueinander stehen und so. Also ja. Also es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern halt wie im wahren Leben, dass man halt. Und auch eben, ja, wie gesagt, also dadurch, dass es eben diese Zeitreise-Element auch hat, eben wirklich auch so diese diversen, ja, wie nennt man denn das? Also der Mann, der eben leider unfreiwillig Zeitreisen muss, also wirklich auch aus seiner Zeit immer rauskatapultiert wird, der wird aber trotzdem von ihr quasi wie magisch angezogen, durch die Zeiten hinweg quasi. Heißt aber auch, dass sie ihn kennt, seit sie ein kleines Mädchen ist und er sie erst trifft, als er irgendwie Mitte 20 ist. Muss man erstmal drüber nachdenken, aber so. Und das heißt halt, dass er also extrem zu extrem unterschiedlichen Frauen quasi zurückgerissen wird oder auch in die Zukunft geschmissen wird. Ja. Das heißt, er ist vielleicht gerade irgendwie, sind gerade frisch verheiratet und dann wird er zu ihr als Sechsjährige katapultiert oder als 16-Jährige, wo sie gerade das erste Mal miteinander schlafen möchten oder so. Also so, er muss sich halt immer wieder darauf einstellen, dass halt die ja, weiß nicht, das Mindset ganz anders ist, weil du halt unterschiedliche Alter hast. So. Das fand ich immer sehr, sehr gut. Und was mich auch lieben gelehrt hat, ist die Legend-Reihe von Mary Lou. Ja, das ist einfach ein super schönes Pärchen, was dort eben gezeigt wird. Es passiert noch ganz, ganz viele andere Sachen. Es ist also grundsätzlich ein sehr actionreiches Buch, wo auch
viel passiert, irgendwie sehr cool, weißt du, er ist irgendwie, er klettert über alle Fassaden immer rüber. Ja, er ist schon ziemlich cool. Sie ist irgendwie so voll der Überflieger und steht ihm halt um nichts nach irgendwie so. Und also, ich weiß nicht, ich mochte die beiden einfach super gern als Paar so. Also, da habe ich auch immer für also ich habe ganz, ganz stark gehofft, dass die beiden eben zusammenkommen, weil sie hat irgendwie zu Anfang einen, hat sie einen anderen Freund oder der findet sie nur toll? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Der findet sie nur genau, toll, ne? Ja, ich glaube schon. Und man denkt die ganze Zeit so, oh nee, mach es nicht, ey. Oder war denen irgendwann die irgendwie versprochen einander oder irgendwie sowas? Also es gab auf jeden Fall irgendwie so einen kleinen Konflikt oder so. Ja, genau. Ja, er wäre auf jeden Fall irgendwie der offiziell passendere für sie, genau, sagen wir mal so. Genau. Und also ich glaube, sie mochte ihn auch ganz gerne, aber halt, es war nie das gleiche wie mit ihm. So. Also das ist so dieses typische so, oh, alle Frauen wollen das. Weiß ich nicht. Ja, fand ich echt gut. Es war so ein bisschen wie, hat mich so ein bisschen an Aladdin irgendwie erinnert, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, verbotene Liebe. Ja. Weil er ja eher so der Draufgänger-Typ ist, also hier der Dieb quasi und sie so die, ja, alles könnte Prinzessin gefühlt. Also ich habe irgendwie total immer an Aladdin denken müssen. Aber ja. Ja, doch, er hat auch so einen Charme, so ein bisschen, wie der Aladdin. Ja. Also. Ja, das fand ich echt sehr, sehr schön. Schöne Liebesgeschichte. Die nächste Frage. Nenne ein Buch, das dich Geduld gelehrt hat. Ja. Schwierig, ne? Es war wirklich schwierig. Wie gesagt, wir haben ja schon rausgefunden, eigentlich hätte ich ja eigentlich schon ein passendes gehabt. Aber ich habe mich jetzt doch für ein anderes Rezensionsexemplar entschieden. Das ist nämlich Ein Sturm zieht auf die Brücke der Gezeiten 1 von David Hare. Und zwar war das auch ein Rezensionsexemplar, wo ich dachte, wow, Fantasy, High Fantasy, das wird, glaube ich, ganz interessant. Ich habe, glaube ich, immer Pech irgendwie mit Rezensionsexemplaren gehabt. Okay. Das ist mir mit den Büchern, die ich mir für mich selber aussuche, eher seltener der Fall. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht greift man dann eher dazu, wenn man sagt, hey, kann ich ja umsonst mal kriegen so, oder ich weiß es nicht, aber ich weiß ja, dass ich danach eine Rezension drüber schreiben muss. Und dann ist es natürlich echt ärgerlich. Und da war es wirklich so, ich kam und kam nicht in dieses Buch und es zog sich wie, also es ist auch echt nicht gerade das dünnste Buch gewesen. Und diese Welt ist eigentlich unserer relativ ähnlich, aber eher so ein bisschen im Orient. Und es geht auch so ein bisschen um die Unterdrückung der Frau und es geht um Magie auf jeden Fall. Also es gibt auch so eine Magierschule, aber es war halt alles so ein bisschen, es war irgendwie anstrengend. Es war mir auch teilweise zu sehr an der Realität dann dran. Und ich kam mit diesen Charakteren auch nicht klar. Also die waren für mich irgendwie nicht greifbar. Und es wurde erst relativ spät, ganz zum Ende des Buches, wirklich spannend. Mhm. Als man dann wirklich so ein bisschen in dieser Schule dann war und da was passiert ist. Das wurde dann spannender, sodass ich es auch wirklich durchgezogen habe. Ich habe das Buch dann durchgelesen und aber ich brauchte wirklich lange dafür. Viel Geduld. Sehr, sehr viel Geduld. Also deswegen erinnere ich mich da noch dran. Ja. Und ich dachte hinterher, ja, aber es hat sich eigentlich gelohnt, weil es hinterher, wie gesagt, spannender wurde. Ja. Wo ich dachte, na, da hat sich die Geduld ja ausgezahlt. Aber es hat sich nicht für mich so weit ausgezahlt, dass ich hinterher gesagt habe, ja, es ist doch so spannend geworden, dass ich jetzt noch Band 2, 3, 4, 5, 6 lese, weil das halt wirklich eine lange Reihe ist. Sondern ich habe gesagt, nee, also eins reicht mir, wenn die anderen Bände dann... Die könnten zwar jetzt genauso spannend, wie es geendet hat, weitergehen, aber ich glaube da nicht dran. Mhm. Ich befürchte, das wird wieder so sein, dass der Anfang wieder ganz anstrengend wird und vielleicht wird es wieder hinterher spannend und das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Deswegen habe ich gesagt, die breche ich ab, die Reihe, aber ich habe es durchgezogen. Ja. So, und noch ein, was ich eigentlich, da musste ich lange drüber nachdenken, aber es ist weiß, so, wie Schnee, so weiß von Marissa Meyer. Du entsetzt. Genau, da fragt man jetzt warum. Warum? Das aus zwei Gründen. A, weil ich irgendwie so lange drauf warten musste. Hm. Und dann, weil ich... Ach, ist das der letzte Band? Das ist der letzte Band. Ja, okay. Weil ich so lange drauf warten musste, gefühlt. Mhm. Weil nach dem dritten war halt auch wieder so ein großer Cliffhanger irgendwie. Und man wollte wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Ja. Und dann kam der raus und ich wollte ihn eigentlich sofort lesen. Und dann kam ich erstmal nicht rein, weil für mich das schon wieder so weit weg war. Ja. Und wer war eigentlich nochmal? Und genau, dann war es dieses, ja Mist, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das nochmal? Und habe angefangen und ich kam in dieses Buch nicht rein. Und ich musste da wirklich mich in Geduld üben, bis ich dann wieder drin war. Ich habe es auch zwischenzeitlich wieder beiseite gelegt und ich habe mich so geärgert, weil ich eigentlich wusste, ich habe so lange drauf gewartet und jetzt komme ich in dieses Buch nicht wieder rein. Ja. Und dann habe ich es eine ganze Zeit lang weggelegt. Und habe dann irgendwann gesagt, man, du fandest diese Reihe so toll, jetzt musst du es doch wieder lesen. Habe ich es mir irgendwann wieder geholt, habe mich hingesetzt und habe angefangen zu lesen. Ja. Und
habe wieder von Anfang an angefangen zu lesen. Also nicht da, wo ich aufgehört habe, bis mir dann irgendwann beim Seitenumblättern auffiel, das kennst du doch schon alles. Okay, du hast das dir doch gemerkt, okay. Und dann kam ich dann zum Glück irgendwann wieder rein. Aber ich musste das Buch tatsächlich zweimal anfangen. Mhm. Und das war, deswegen habe ich gesagt, da musste ich mich in Geduld üben. Mhm. Und dann fand ich es großartig. Mhm. Aber es ist halt manchmal echt blöd, wenn man eine Reihe eigentlich ganz toll findet und dann halt auch so hohe Erwartungen an ein Buch hat, weil das dann der letzte Teil ist. Ja. Und du auch so lange drauf gewartet hast. Und dann, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Weil ich wusste, ich habe mich echt schwer getan damit. Es ist selten, dass ich ein Buch halt wirklich zweimal anfangen muss. Mhm. So. Ja, verstehe. Also, wie gesagt, es war toll. Also, es hat sich gelohnt. Deswegen... Ja, was war es denn bei dir? Ich habe hier die Couchiel-Reihe von Jacqueline Caray mit draufgeschrieben. Die habe ich vor ewigen Zeiten mal gelesen und da habe ich jetzt, also die habe ich ausgewählt, weil die so lang sind tatsächlich. Ich weiß gerade echt gar nicht, welches das ist. Das ist im Grunde, also die ist auch nicht so bekannt, die Reihe, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich die großartig finde. Mhm. Das ist so eine drei oder genau, ich glaube, es sind drei Teile, die zuerst erschienen sind und dann nochmal so zwei wie so Ableger, die nochmal so über 10 Jahre, 20 Jahre oder so später dann nochmal spielen. Die muss man, glaube ich, nicht gelesen haben, aber sind trotzdem im gleichen Stil geschrieben. Mhm. Aber so die Ursprungstrilogie quasi, da geht es um eine, also es ist ganz, ganz witzig gemacht, das ist im Grunde Urban Fantasy. Es geht halt um eine Art Alternativwelt, die sich entwickelt hat oder hätte, wenn Jesus nicht gestorben wäre oder irgendwie sowas? Also es geht halt darum, so nach dem Motto, was wäre, wenn das Christentum nicht verklemmt wäre? Also wenn Sex total toll ist und die größte Form der Liebe, denn schließlich war Maria Magdalena ja irgendwie eigentlich eine Hure und die ist aber auch mittlerweile eine Heilige und so. Also so eine Art alternative Realität und wie sich dann die Gesellschaft so ganz anders entwickelt hat. Und zwar insofern, als dass im Frankreich, dieser Welt sozusagen, Terre d'Ange heißt das, also das Land der Engel. Ah. Da ist es eben so, dass wie gesagt, Sex als was ganz, ganz Tolles, ganz Natürliches, also es ist wirklich kein Tabuthema, sondern eben das wird gesellschaftlich extrem akzeptiert, beziehungsweise es gibt dann auch eben so ein typisches System, was es früher quasi auch gab, dass du eben so eine Art Körperschuld hast, also deine Jungfräulichkeit wird quasi versteigert, wie auf so einer Ball quasi, und dann trittst du halt in den Dienst Naamas ein, also einer Göttin, die quasi der Göttin der Liebe sozusagen. So, und die huldigt halt der Liebe, indem sie eben also im Grunde bist du eine Prostituierte sozusagen, und alles wenn du halt klar. Geld oder eben Gunst erwirtschaftet hast, dann bist du frei. Okay. Das irgendwie so. Also es ist so wie so eine Art Leibeigenschaft schlussendlich. Also genau, also das ist einfach das gesellschaftliche System, auf das man sich dann dort sozusagen einlassen muss. Also es ist sehr mittelalterlich an einigen Stellen, also auch mit so nicht Rittern, aber sozusagen Söldnern, die aber nicht so heißen. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen alternative Realität quasi, so in die Mittelalterrichtung. Und da geht es eben viel um politische Ränke, viel um so. Und das ist ganz witzig, weil du immer wieder auch mitkriegst, so, das müsste Spanien sein, worüber ich spreche. Ah, okay. So richtig lustig, weil die heißen alle anders. Ja, aber irgendwie kriegt man das dann doch mit, dass das dann, ich weiß nicht, das heißt dann Iberika oder so. Also so, wo du denkst, so, ja, okay, das müsste jetzt Spanien sein, das ist jetzt Schweden und so weiter und so fort. Oder auch das Judentum kommt dann später nochmal vor. Das heißt aber alles ein bisschen anders, aber schon so angelehnt sprachlich an das, was wir auch dazu mal sagen könnten und so. Ja, und es geht im Grunde um eben so eine Prostituierte, wenn man es so möchte, die halt als Kind an einen Haushalt verkauft wird, weil sie die Tochter von einer Prostituierten wiederum ist. Also sie ist quasi in Leibeigenschaft geboren und sie wird dann glücklicherweise von einem Herrn gekauft schlussendlich, der sie wirklich bilden möchte, also ausbilden möchte, und sie soll so ein bisschen so seine Spionin werden. Also es ist also so ein bisschen, wie gesagt, politische Ränkeschmiede und so. Und so ein bisschen wie die Geishas in Japan quasi. Also sie soll so als Gespielin und irgendwie Unterhalterin quasi ausgebildet werden, und was dann alles mit ihr passiert im Laufe der Jahre quasi. Also wo ihre Reise, ihre turbulente Reise dann wirklich hinführt. Und unter anderem auch ganz spannend, sie ist gezeichnet von Naamas Pfeil, und das bedeutet, dass sie halt, es zeigt sich, indem sie halt in ihrer einen Iris irgendwie so einen andersfarbigen Fleck quasi hat. Ah, okay. Kennt man ja manchmal von Menschen.
Und in der Welt bedeutet das halt, dass du automatisch auf Sadomaso stehst. Also, dass du alles klar. Dass du auf Schmerzen, dass du Lust empfindest, wenn du Schmerzen hast. Und das macht sie jetzt zu was ganz Besonderem, denn das haben natürlich nicht alle Prostituierten quasi. Und ja, also es ist also die Prämisse, eine interessante Mischung. Die Prämisse klingt interessant. Ja. Okay, und wieso musstest du dich da in Geduld üben? Weil eigentlich klingt es ja ganz spannend grundsätzlich. Ja, eigentlich schon, aber ich sag mal so, es ist sehr viel Weltbildungs Abschnitte, also du musst erstmal reinkommen in diesen riesen Kosmos. Also, und die sind wirklich sehr, sehr lang. Ich glaube, ich habe das damals, ich habe das als Hörbuch gehört und die waren jeweils 22 Stunden oder so. Okay. Und davon gab es halt, wie gesagt, 3 oder 5. Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, wie lang dann die 4 und 5 noch waren. Aber das einfach, ne? Mhm. Also man, bis dann wirklich mal was, also es gibt dann auch ein einschneidendes Erlebnis, was halt so ein bisschen alles in Gang setzt und so. Bis das passiert ist, ist irgendwie die Hälfte des ersten Buches rum. Okay. Also, es lässt sich Zeit mit seinen Erzählungen und mit der Einführung von Personen und was ist eigentlich diese Welt und wer ist eigentlich eine Arma und ne, also diese ganzen Sachen. Ja, klar. Auch so ihre Kindheit wird auch nochmal mit angerissen, also so ähnlich wie der Grove eigentlich. Ne, man muss relativ lange lesen. Es ist zwar spannend, während man es liest, aber ist auch nicht für jeden was. Ne? Also das muss man wissen, ob man da Lust drauf hat oder nicht. Ja, nee, genau. Aber du hast es schon angesprochen, wie bei Grove. Ja, stimmt. Ja, tatsächlich habe ich hier der Name des Windes von Patrick Ruffers aufgesetzt. Auch aus dem gleichen Grund. Also tatsächlich hast du ja schon. Also im Grunde habe ich das schon vorhin erwähnt. Genau. Dass da halt viel nicht passiert. Also, dass man halt wirklich lange Durchstrecken hat, wo eigentlich viele kleine Dinge und Nebengeschichten passieren, aber es kommt irgendwie nicht auf den Punkt. Ja, also tatsächlich, wenn man eine ungeduldige Person ist, dann ne? könnte man dann es eventuell abbrechen und vor allem, wenn man diese Kunst seines Schreibens vielleicht auch gar nicht so toll findet, also wenn es einfach nicht dein Schreibstil ist. Also meiner war es halt total und deswegen war ich auch so in dieses Buch irgendwie vertieft und ich hatte das auch wieder eins der Bücher, die ich mehrfach gelesen habe und als Hörbuch dann danach auch noch gehört habe. Ja. Das mache ich ja eigentlich selten. Und das heißt, irgendwas muss dieses Buch ja gehabt haben. Ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, einfach eine Grundsatzfrage. Manche Menschen möchten gerne viel Action, viel Handlung oder beziehungsweise, dass es halt voranschreitet oder wie auch immer, auf jeden Fall. Und dann gibt es Leute, die denken, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das sind so typische Bücher. Das ist bei dem Buch so, ja. Der Weg ist das Ziel. Bei dem auf jeden Fall, 100%. Das muss man halt von sich wissen, ob man da drauf steht oder nicht. Die nächste Frage ist, nenne ein Buch, das dich Schmerz gelehrt hat. Na, hau mal raus. Oh Gott. Ja, aber diese Frage war wirklich super schwierig, weil ich eigentlich selten Bücher lese, die traurig sind, weil das gar nicht so mein Genre ist. Also ich dachte dann an, Mensch, was habe ich gelesen? Das Schicksal ist ein miese Verräter oder sowas. Mhm. Ich dachte, ja gut, das war schon traurig, wobei ich den Film eigentlich sogar besser fand als das Buch. Okay. Aber im Grunde war das jetzt nicht so, dass es mir Schmerzen gelehrt hat. So, also da muss ich wirklich überlegen und dann, ich lese ja sehr, sehr viele Thriller und habe ich überlegt, gab es da irgendwas, woran ich mich erinnere, weil es einfach so viele sind, was mir wirklich noch in Erinnerung geblieben ist, eben aus irgendeinem bestimmten Grund. Und da habe ich mich jetzt für zwei entschieden und zwar einmal That Night, Unschuldig für immer von Chevy Stevens. Schuldig für immer steht da. Genau, Schuldig für immer. Es geht um ein Mädel, die quasi unschuldig verurteilt wird für eine Sache, die sie nicht getan hat. Und ich finde das halt, ich fand es halt so schlimm, weil ich halt so einen Gerechtigkeitssinn habe und lieber echt ich so eine Person bin, die, das muss doch fair sein. Also das ist einfach so super unfair und man hat, leidet halt so mit ihr mit, weil einfach diese Anschuldigungen ständig auf sie niederprasseln. Und für mich war das halt wirklich so, ja, anstrengend, das zu lesen bzw. zu hören, weil sie mir immer so leid hat und ich dachte, Mensch, wieso merken die das nicht? Wieso sind die so alle so verbohrt und wieso... Das darf doch nicht wahr sein. Genau, das war für mich halt wirklich so, ja, schlimm irgendwie. Ja. Also schlimmer als, ich sag jetzt mal, Mord und Totschlag und Blut und was weiß ich was alles, also irgendwelche mit den schlimmsten Folter. Für mich war das echt Folter, muss ich sagen, weil für mich war das einfach, wieso sieht denn das keiner? Das muss doch jemand sehen. Mhm. Oder wieso hinterfragt das denn keiner? Wieso sind die denn alle so, wieso sind sie so verbohrt mit ihrem Denken? So, warum setzt sich denn für die keiner ein? Und das fand ich halt so schlimm. Ja, kann ich verstehen. Und ähnlich ist es mit dem zweiten, das ist nämlich Bleicher Tod von Andreas Winkelmann. Und da, das ist nicht so, dass es ein Thriller ist, der irgendwie mega brutal ist. Also klar,
der ist jetzt nicht der Allerschwächste und das ist schon, der, da passieren halt echt schon krasse Sachen, also werden halt Leute gebleicht und so, also das ist schon nicht so. Aber darum ging es eigentlich nur neben sich, das, was mich mitgenommen hat, war, da gab es halt so eine Vorlesung über Psychopathen und dass jeder Zehnte in deiner Umgebung eigentlich ein Psychopath ist. Und das, diese Studie fand ich halt total krass, weil ich dachte, Mensch, ich kenne tatsächlich Leute, die Psychopathen sind. Okay. Und das ist mir erst dann... Hast du sie denn identifiziert? Ja, tatsächlich. Ja, also es ist für mich so, dass ich das dann auch dann für mich erst wahrgenommen habe. Okay. Beziehungsweise ich hatte immer schon vorher die Ahnung und dann habe ich mich halt, während ich dieses Buch dann irgendwie gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr, hatte, dann auch wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr wurde mir klar, Mensch, der und der ist tatsächlich ein Psychopath. Mhm. Und ich dann wirklich auch... den Leuten, also nicht der Person, aber den anderen Leuten gesagt habe, Mensch, du, ich muss dir das mal sagen, die und die Sachen, ja. Also es heißt jetzt nicht Psychopath im Sinne, dass da jemand umbringt, ja, ja. Aber Psychopath kann halt auch wirklich jemand sein, der einfach ein Narzisst ist und dich kontrollieren möchte. Das ist, also wenn jemand die Kontrolle über dich hat und du kannst da irgendwie gar nichts gegen machen, also wenn, ich sag nur, wenn das jetzt irgendwie dein Ehemann ist und der unterdrückt dich, indem er halt dir irgendwelche dich immer klein macht die ganze Zeit, auch vor anderen Leuten klein macht und halt für alles Mögliche gelobt werden möchte. Oder und das fand ich so das fand ich wirklich schlimm, weil es einfach so realitätsnah ist. Mhm. Und du weißt, okay, solche Leute sind einfach in deinem Umfeld. Und das fand ich so krass, dass ich halt immer wieder daran denke, dass dieses Buch mich quasi dahin gebracht hat, mich für über dieses Thema. Genau, und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich eins, was mich so... Ja, Schmerz, kann man das so sagen? Ja, vielleicht schon, weil es halt mich dann doch so mitgenommen hat, genauso wie das mit dem, mit dem Gerechtigkeitssinn war es da halt mit diesem, Mist, das ist halt so Realität, ich hasse dieses realitätsnahe, das nimmt mich tatsächlich mehr mit als dieses Mord und Totschlag, weil ich dann denke, es ist so weit weg von mir, das ist eigentlich, das berührt mich nicht so, als wenn das sowas ist. Ja, verstehe ich. Das ist schon echt hart. Da ticken wir auch ähnlich, weil, ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie... Ich lese, um rauszukommen und nicht, um noch irgendwie was zu lernen. Zum Beispiel ist für mich der Albtraum, ehrlich gesagt. Also oder wenn es einfach zu nah an meinem Leben ist, dann mag ich es halt auch überhaupt nicht lesen, weil ich denke, Mensch, das habe ich sowieso schon immer so nach dem Motto. Ich lese aber eher, um das zu vergessen. So nach dem Motto. Ja. So man taucht in eine Fantasy-Welt ab oder so. Ja, aber das waren so die beiden, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe es eher so ein bisschen Herzschmerz im Sinne von, es hat mir das Herz gebrochen quasi. Weil du welche hast aus dem Genre wahrscheinlich. Ja, genau. Bei mir ist das halt nicht der Fall irgendwie. Ja, also was mich wirklich total zerstört hat, ist zum einen wirklich nochmal die Legend-Reihe von Mary Lou. Ich kann mich an wenig Bücher erinnern, wo ich so geflennt habe. Aber ich muss sagen, ich habe nur 1 und 2 bisher gelesen, also Spoiler jetzt nicht. Ja, nein, habe ich nicht vor. Also lies bitte Nummer 3 und dann können wir nochmal sprechen. Genau. Also das war schon, im Grunde, man baut ja eine sehr starke Beziehung zu eben den Charakteren auf und wenn dann bestimmte Sachen passieren, dann denkst du so, nein. Das zweite Buch, was ich dort sehe, ist Rubin, Rotes Herz, Eisblaue See von Morgan Kellen Rogers. Das habe ich vor ewigen Zeiten mal als Hörbuch gehört. Ich glaube, von Luise Helm gesprochen. War super, super gut. Und sie hat eine sehr melancholische Art und Weise reingebracht. Und das war eher so ein bisschen leiserer Schmerz. Also das war eher so wie so eine Melancholie, die das ganze Buch und die Erzählweise sozusagen begleitet hat. Und die aber sehr, sehr schön war. Also das hat ja bei so einer Melancholie irgendwie auch so ein bisschen an sich, dass es halt irgendwie bittersüß ist und... Es geht halt um ein Mädchen, das in Maine aufwächst, und zwar bei ihrem Papa, weil die Mutter ist nicht mehr da und man weiß nicht genau, ist sie tot oder ist sie abgehauen. Sie ist einfach eines Tages verschwunden, ist nie wiedergekommen und man merkt halt, wie das an dem Kind auch noch Jahrzehnte später schlussendlich nagt und sie im Grunde auch ohne Mutter und mit nur einem bedingt ansprechbaren Vater im Sinne von, der hat halt mit dem Mädchenkram sozusagen nicht viel am Hut und kann sie da... Eine Frau braucht halt schlussendlich quasi eine Mutter, oder was heißt, sie braucht eine Mutter? Ein Vater kann das auch sehr gut machen, wenn er sich denn kümmert. Der kümmerte sich halt nicht. Ja. Und sie war einfach total verloren, ne? Und das hat man halt angemerkt. Die Großmutter war, glaube ich, noch eine Zeit lang mit dabei. Die war auch sehr, sehr nett sozusagen, also sehr ein guter Charakter. Aber ja, das war so ein bisschen es war so eine übergreifende Melancholie, die eben dieses Buch begleitet hat und auch den Nachfolger begleitet hat. Und das war so richtig mal, wo man einfach so, es tut einem irgendwie weh, was mit diesem Mädchen passiert und dass sie sich halt
diese Ungewissheit einfach, das war so schlimm, ne? Also, dass sie nicht weiß, was mit ihrer Mutter ist und sich total danach sehnt, die irgendwie wiederzusehen und so, aber weiß gar nicht, ob sie jetzt noch hoffen darf oder nicht oder wie oder was. Und aber es wird dann aufgeklärt im Buch oder nicht? Ja, im zweiten Teil. Ach so, erst im zweiten. Mhm, im zweiten Teil erst, glaube ich. Glaube ich jedenfalls, ist schon ein bisschen länger her. Ja, also das fand ich sehr schmerzhaft quasi zu sehen. Ja, dann das nächste. Nenne ein Buch, das du während des Lesens geliebt hast, das du später im Rückblick aber gar nicht mehr so gerne gemocht hast, von dem du aber trotzdem etwas mitgenommen hast. So, hier muss ich mich einmal entschuldigen, also das, beziehungsweise muss ich einmal auf die aufs englische Original verweisen. Also das ist ja irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, die hier beschrieben wird. Ja. Ich muss auch gestehen, ich habe, glaube ich, nach den ersten zwei Zeilen quasi aufgehört. Also dieses mit, von dem ich noch was mitgenommen habe, das erfüllen nicht alle meine ausgesuchten Bücher, weil ich fand, zwei Kriterien reichen. Also mein erstes erfüllt das. Ja, sehr gut. Weil, über dieses Buch haben wir schon gesprochen heute, schon zweimal. Ja, das ist nämlich wieder Der Name des Windes von Patrick Russell. Okay. Weil, ich sagte ja schon, ich habe es, glaube ich, eine ganze Zeit lang extrem gehypt. Aha. Und es war für mich so, oh, wehe, irgendjemand sagt was Böses gegen dieses Buch. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn ich es jetzt gelesen hätte zum allerersten Mal und nicht vor über 10 Jahren oder so, ich glaube, das ist ja schon ein bisschen älter, mit der Erfahrung an Büchern, die ich jetzt schon habe, hätte ich eventuell vielleicht sogar gesagt, ich breche es ab. Mhm. Weiß ich gar nicht. Also, obwohl ich es jetzt sogar schon mehrfach halt auch gehört habe, weil ich, glaube ich, ungeduldiger geworden bin mit meinen Büchern. Mhm. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich finde es großartig geschrieben und man möchte auch immer wissen, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Aber es passiert halt eigentlich nichts. Mhm. Und deswegen würde ich das jetzt fast relativieren und sagen, okay, eventuell kann es sein, dass wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, dass es vielleicht mich gar nicht mehr so umhauen würde, wie es damals der Fall war. Okay. Deswegen habe ich es dann da tatsächlich nochmal aufgegriffen. Und ungefähr zur gleichen Zeit, als ich Den Namen des Windes gelesen habe, habe ich Das Herz der Nacht von Ulrike Schweigert gelesen. Mhm. Und das war auch ungefähr die Zeit, als so Twilight rauskam. Mhm. Ich fand plötzlich Vampire ganz cool. Und es geht bei Das Herz der Nacht geht's auch um Vampire, um Peter von Borgo, beziehungsweise anders Bathory, glaube ich, hieß der. Mhm. Also der hatte halt mehrere Namen im Verlauf des Buches, weil der halt einfach alt wird. Ne? Und als ich immer neue Identitäten irgendwie anschaffen muss. Und es spielt in Wien. Und ich glaube, das hat mich so fasziniert, weil ich zu der Zeit auch oft in Wien war. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz toll, diese Geschichte. Mhm. Und diesen Vampir fand ich irgendwie cool. Und ich glaube aber im Nachhinein, damals habe ich es geliebt, ich glaube im Nachhinein wäre mir das A zu viel Historie gewesen. Mhm. Also jetzt wäre es mir zu viel Historie. Weil halt einfach die Stadt viel beschrieben wird, was da halt zu der Zeit passiert ist. Es geht halt über eine relativ lange Zeit, bis er irgendwann in Hamburg landet. Und da fand ich es dann wieder ziemlich cool, weil Hamburg kenne ich und es ging dann halt irgendwie auch um den großen Brand in Hamburg und es war echt, da fand ich die Historie toll, aber alles, was in Wien mit Historie war, glaube ich, wäre mir jetzt tatsächlich zu viel. Damals war es okay, weil ich halt relativ häufig da war und ich fand halt zu dem Zeitpunkt halt Vampire total toll. Mhm. Ich glaube, wenn ich es halt jetzt im Rückblick, wenn ich es jetzt lesen würde, würde es mich, glaube ich, nicht so packen, weil ich jetzt gar nicht mehr so auf diesem, was heißt Vampir-Trip, aber das wäre jetzt kein Buch, zu dem ich als erstes greifen würde, wahrscheinlich. Verstehe, Also deswegen, im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht so das Mega-Buch. Ja. Weil es, manchmal hat man das ja so. Super spannend, finde ich sehr interessant. Ich glaube, das hast du mir sogar mal empfohlen, beziehungsweise auch das Hörbuch davon habe ich. Ja, bestimmt. Und ich bin natürlich noch nicht dazu gekommen, aber ich muss aber mal sagen, ich bin zu relativ vielen Sachen mittlerweile gekommen, das stimmt, die du mir auch so empfohlen hast. Oder, ich finde es auch total toll, dass wir da so einen ähnlichen Geschmack hast und dass du da auch so aufgeschlossen bist und die Sachen dann auch ausprobierst. Ja. Das finde ich super. Also da waren echt ein paar gute Sachen mit dabei, insofern danke für die Tipps, ne? Also muss man einfach so sagen. Bei mir war es die Vampire Academy-Reihe von Richelle Mead. Also ich persönlich habe das ehrlich gesagt häufig, dass ich gerade, wenn ich so ein Buch lese, dann bewerte ich das in dem Moment noch ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel 2 Wochen nur warte. Ja. Weil ich finde, wenn es einen so gepackt hat und so in dem Moment, manchmal ändere ich auch nachträglich noch Sternebewertungen, weil ich mir denke so, ja nee, also jetzt ein bisschen Abstand betrachtet fand ich es jetzt doch nicht so geil oder irgendwie... Vielleicht vergleicht man dann auch. Ja, na sicher. Dann, dass man dann sagt, Mensch, jetzt verglichen mit den x Büchern, die ich in der Zwischenzeit gelesen habe, ist das eigentlich gar nicht mehr so cool. Ja, genau. Also so ein bisschen in die Richtung. Und
ich habe tatsächlich auch Vampire Academy total gehypt und ich glaube, deswegen konnte es nur noch abfallen, sozusagen, in der Bewertung nachträglich. Ich muss aber auch sagen, ich habe es seitdem nicht nochmal gelesen. Ich glaube, dass es mich nochmal sehr packen würde, weil ich es einfach mega gut geschrieben finde, weil eben super viel Action ist und die Charaktere wirklich ganz toll sind und ich mich irgendwie damit identifizieren konnte. Aber ich war wirklich besessen von dieser Reihe. Also ich habe die wirklich, ich kann mich noch erinnern, und das mache ich total selten, ich habe die morgens beim Frühstück sozusagen eine Hand so und dann immer mit dem E-Book irgendwie, weil ich dringend wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich war wirklich wie von der Tarantel gestochen. Auch so alles, damals kam dann der Film dazu raus, der totale Grütze ist. Also schlimmer geht's nicht mehr. Und trotzdem habe ich den geguckt und trotzdem war ich irgendwie so, oh, Vampire Academy hier und da. Und ich muss, also so voll das Fangirl irgendwie. Und ich mag es, wenn sowas passiert. Auch wenn es im Nachgang, finde ich es dann manchmal ein bisschen peinlich, weil es halt auch so irrational ist, weißt du? Das ist so, in dem Moment packt das einen so total und dann ist man so reingesogen. Ja, ich meine, es ist ja super. Eigentlich genau das willst du ja haben. Das willst du haben, klar, du willst, ne, in einer anderen Welt sein. Aber gleichzeitig ist es so, und wenn du dann auch vielleicht von außen nochmal hörst, so, ja, aber das und das und das, und dann, du weißt das ja in deinem, zugrunde deines Herzens ja auch, dass da ein paar Sachen mit dabei sind, wo man halt auch drüber diskutieren kann, ob das so geil ist oder nicht, ne? Aber in dem Moment bist du da so gefangen drin und deswegen ist es eben auch etwas oder ein Buch, wo ich sage, okay, das habe ich total geliebt zum einen Zeitpunkt, hinterher mit ein bisschen Abstand, wo ich dann raus war aus diesem Kaninchen noch, dann wird es halt relativiert, so. Genau, und die fünfte Welle-Trilogie von Rick Yancey, das war ein Rezensionsexemplar, was ich in einem Jahr gelesen habe. Auch die, also Nachfolgebände wollte ich gerade sagen, also alle drei Bände dieser Trilogie habe ich eben als Hörbuch gehört, waren auch sehr, sehr gute Hörbücher. Aber, also ich, oder anders gesagt, ich mochte das in dem Moment wirklich sehr gerne, weil es mal was anderes war, weil es mal so ein bisschen, es geht zwar schon um eine Art Zombie-Apokalypse, aber halt trotz, oder in die außerirdischen Angriff, so muss man das sagen, aber es war eben auch, was heißt philosophisch geschrieben, aber sehr poetisch und schön geschrieben. Jedenfalls sozusagen ab Band 2. Ja, also allerspätestens. Also ich muss ja sagen, ich fand den ersten Band richtig toll. Aha. Und dann habe ich mich durch den zweiten durchkämpfen müssen, den fand ich schon echt. Wegen dieser Sprache oder war es was anderes? Auch wegen dieser Sprache und weil wir den Hauptcharakter, also sie, die, ich glaube, sie hieß Cassie, dann mehr oder weniger verloren haben. Also sie war ja nicht da nicht mehr, also der erste... Es wurde aufgesplittet in mehrere Viewpoints. Genau, ne? Und man hatte sowas Ähnliches auch schon im ersten, aber nicht so extrem. Und da waren es halt deutlich mehr Charaktere und vor allem Charaktere, die im ersten Band so gut wie gar keine Rolle gespielt haben. Stimmt. Und das hat mich ganz doll gestört, weil ich die Cassie echt gerne mochte. Ich fand sie im ersten Band richtig toll. Und natürlich, Mist, die kommt ja jetzt so gut wie gar nicht mehr vor. Und ich konnte mich mit den anderen Charakteren gar nicht identifizieren. Ich mochte die auch nicht. Diese eine, die da irgendwie in dieser einen Gruppe ist. Doch, die fand ich super, die so ein bisschen kaltherzig. Die mochte waren ja eigentlich alle total Ich mochte die irgendwie, nicht so gerne. Also jedenfalls bin ich mit der nicht warm geworden. Wobei doch hinterher schon ein bisschen, also es wurde dann irgendwann. Ja. Aber ganz am Anfang fand ich das total blöd. Ja. Und ich hatte mich so auf dieses Buch gefreut. Und ich hatte auch ganz viele Rezensionen dann noch gelesen, während ich es gelesen habe, blöderweise, die alle sehr vernichtend waren. Also ich habe, glaube ich, es waren ziemlich viele bitterböse Bewertungen dabei, die ich dann aber auch nachvollziehen konnte, wo ich dachte, ja, genau, ihr sprecht mir so ein bisschen aus der Seele. Und ich glaube... Das verstärkt dann nochmal so das schlechte Quasi. Ja, und ich glaube, ich habe auch Band 3 gar nicht gelesen. Ich meine, Band 3 steht noch ungelesen in meinem, da in meinem Regal. Also ich habe mich durch Band 2 gekämpft. Ja. Und habe mich an Band 3 nicht mehr herangetraut, weil ich von Band 2 so enttäuscht war. Ja. Also, ja. Ja, also es auch gerade so in Band 3 wurde es nochmal sehr dramatisch. Aber ja, also wie gesagt, in dem Moment fand ich es echt ganz cool. Hinterher betrachtet ist das, glaube ich, echt nicht für jeden. Also muss man mögen sozusagen oder muss man ausprobieren. Also ich fand es halt auch, also ich fand es echt was anderes. Deswegen, ne, eben die Einschätzung, dass es echt eine gute Reihe ist. Und das würde ich auch weiterhin so sagen. Nur wie gesagt, es ist halt nicht für jeden so. Und das merkt man dann, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. So, die nächste Frage. Nenne ein Buch, in das du gerade fanat bist oder auf das du gerade ganz scharf bist. Also so ähnlich wie das, was ich mit Vampire Academy vielleicht hatte. Ein bisschen anders. Eine Reihe, die du auch echt gerne magst, ist, das sind die Illuminae-Akten. Und da kommt ja Band 3, Obsidio, dieses Jahr raus. Ja.
Und da freue ich mich ganz tierisch drauf. Ja. Weil die anderen beiden Bände waren so toll, weil die einfach so komplett anders sind als alles andere irgendwie. Alle anderen Bücher, die man eben vorher gelesen hat, weil es einfach so, man entdeckt immer wieder was Neues in diesen Büchern. Die sind halt einfach, ist nicht einfach nur ein normales Buch, sondern da sind Bilder drin, da sind Anmerkungen, da sind Skizzen, da sind irgendwelche Lagepläne und Aufzeichnungen, weil es halt eben einfach diese Akten sind. Ja. Dann sind Sachen geschwärzt, dann sind einfach irgendwelche Mitschnitte aus irgendwelchen Chatprotokollen und irgendwelche Videoberichte. Genau, und super so, ne? Toll. Ja. Und es macht so viel Spaß und man kommt auch so schnell durch. Das ist visuell einfach so geil. Total klasse. Auch dieses Buch sieht einfach so toll aus. Und man hat, also ich fand es total klasse und deswegen hype ich das gerade ganz doll und freue mich. Ja, tierisch. Ich fand auch fast den zweiten Band. Ich fand ihn auch besser. Ich fand ihn auch besser. Obwohl ich nicht gedacht hätte nach dem ersten Band, dass es noch besser geht. So irgendwie. Dachte ich auch. Aber mir hat das Pärchen quasi und die Geschichte ein bisschen besser. Ja, ich fand aber das erste schon toll. Ja. Und das zweite war irgendwie... Noch besser. Ja. Ja. Das anders, aber auch noch. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Band 3. Nicht, dass man hinterher wieder in so einen... Also, täuscht ist, aber ich glaube nicht, dass es das kann, weil einfach schon diese Aufmachung so geil ist. Also, so wie man, also es gibt ja auch immer so kleine Cliffhanger in den Büchern. Ich glaube, dass einfach beide nochmal jetzt zusammengeführt werden sozusagen. Ich glaube auch. Irgendwie so, ja. Also dann wäre es großartig, weil es ist ja jetzt schon großartig, aber es wird immer großartiger. Und etwas, wo ich gerade mega Fan von bin, also man merkt ja schon, also auch die Illumine-Akten, die sind ja so Sci-Fi, also Weltraum und so. Und das Zweite, was ich gerade hype, ist auch Weltraum und Sci-Fi. Und zwar ist es Band 3 von der Bobby Vers-Reihe von Dennis E. Taylor. Und das heißt Alle diese Welten. Mhm. Das erste hieß, glaube ich, Ich bin alle oder Wir sind, Ich bin alle. Also es kommt übrigens an meinem Geburtstag raus. Deswegen freue ich mich noch doppelt und dreifach. Mhm. Es geht um Bob. Bob hat sich irgendwie, auf so einer Messe oder so, hat er sich irgendwie was aufquatschen lassen, nämlich dass er irgendwann wiederbelebt wird, wenn er stirbt. Also, dass er soll irgendwie eingefroren werden, also sein Körper, und er soll dann irgendwann, wenn er gestorben ist, soll er irgendwann mal wiederkommen. Ja, macht Sinn. Und er kommt tatsächlich, also eigentlich just in dem Moment, als er das unterschreibt, noch am selben Tag stirbt er. Also, perfektes Zeichen. Total super. Und die haben es anscheinend nicht geschafft, die Körper aufrechtzuerhalten, aber sie haben es geschafft, die Daten aus deinem Gehirn quasi zu übertragen, und die haben dann einen Replikanten aus ihm gemacht. Das heißt, er existiert eigentlich nur als Daten, aber er fühlt eigentlich so, wie er vorher gefühlt hat. Er kann sich noch daran erinnern, wie er quasi gestorben ist, als er in den Lastwagen kam und er überfahren wurde. Es ist aber viele, viele Jahre später und Er hat keinen Körper, also er wacht erstmal auf und er kann ja seinen Körper nicht fühlen und irgendwie hat auch eine komische Perspektive. Also er meint, er kann nur die Decke sehen und das findet er irgendwie seltsam, aber er kann auch seinen Kopf gar nicht drehen, bis er dann halt irgendwann mitkriegt, okay, er ist halt eigentlich ein Computer und die Kamera zeigt zur Decke. Also bis er das dann irgendwann rauskriegt und er wird dann was heißt Testobjekt, aber er soll dann ins Weltall geschossen werden und er soll halt für die Welt, die gerade irgendwie total auf dem Kopf steht, also Kriege und alles Mögliche, soll er halt auskundschaften, ob es noch andere bewohnbare Planeten gibt. Und dann wird er halt losgeschickt und ins Bobbyverse, genau. Er soll halt alles Mögliche auskundschaften und soll sich aber währenddessen auch klonen quasi. Also es gibt halt diese 3D-Drucker dort, das haben sie halt alles sehr forciert. Das heißt, er kann sich selber in seiner Raumstation, die er bekommt, selber klonen, also seinen Daten-Backup in andere Sachen klonen quasi. Und da hat er hinterher halt auch echt Problem mit, weil er weiß nicht, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich eigentlich ein Mensch oder bin ich halt nicht? Und wenn ich ein Klon von etwas anderem bin, bin ich dann immer noch ich? Und die haben ja dann, die sind aber dann auch alle unterschiedlich. Also er schafft es irgendwann, sich auch zu klonen und also so zu replizieren. Also er hat ganz, ganz viele Replikanten irgendwann und alle sind halt in der ganzen Welt verstreut. Und er weiß halt nicht, ob er jetzt eigentlich ein Mensch ist oder eben nicht. Und er schafft sich auch in seinem Raumschiff eine virtuelle Realität, wo er auch seine Katze von damals hat. Er versucht das auch so perfektionieren in seinem Raumschiff. Er ist da halt alleine, aber kann halt mit der Erde kommunizieren. Und die unterschiedlichen Bobs, die sich alle dann halt auch anders nennen, weil damit man sie auseinanderhalten kann,
die erleben dann natürlich auch unterschiedliche Sachen, sind aber alle eigentlich Bob und stammen von Bob ab, aber nennen sich dann halt unterschiedlich und die werden halt auch ein bisschen alle irgendwie ein bisschen anders und die haben dann auch, ja, die haben auch so eine Verbindung miteinander oder die bauen halt dann auch so zwischenmenschliche Sachen irgendwie zwischeneinander auf. Ja. Das ist super, super spannend und auch es hat so eine extreme Selbstironie. Also cool. Es ist so super lustig, weil es sich halt einfach nicht ernst nimmt. Also auch dieser Bob ist so ein cooler Charakter und anstatt da er da einfach durchdreht, also er sagt doch so, ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich eigentlich nicht schreiend davonlaufe und in Panik gerate, naja, außer dem offensichtlichen Grund, weil er das ja nicht kann. Also solche Sprüche kommen halt ständig, die einfach so lustig sehr sind. Sehr geil, das hört sich mega cool an. Es ist ein mega tolles, also ich höre es als Hörbuch gelesen von Simon Jäger und das ist wirklich richtig, richtig lustig. Und das kommt nächsten Juni raus. Und das kommt am 10. Juni raus an meinem Geburtstag und ich freue mich schon total auf den dritten Teil. Hört sich gut an. Mega toll. Hört sich echt interessant an, finde ich. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich suchte momentan die Flavia de Luz-Reihe von Alan Bradley. Das habe ich vor zwei Jahren oder so mal angefangen. Ja. Mit dem Hörspiel vom ersten Buch und dem Hörbuch vom zweiten Buch. Und habe dann schlussendlich irgendwie mal gewechselt sozusagen in die Bücher auch teilweise. Und ja, habe so ein totales Mischmasch irgendwie gelesen von Formaten. Und die letzten drei habe ich von meinen Schwestern geschenkt bekommen. Ich muss auch nur noch eins davon lesen, aber das 10. Buch kommt diesen Sommer, ich weiß gerade nicht genau in welchem Monat, ehrlich gesagt, aber diesen Sommer raus, da freue ich mich auch schon so, so doll drauf. Da geht es halt um ein Mädchen, was in einem fiktiven Großbritannien aufwächst, also es sind nicht ganz die Dörfer, wo sie wohnt, die kommen halt auf dem Atlas nicht vor, aber man merkt halt, es ist Großbritannien, es ist England. Und ja, die ist 11 Jahre alt, eigentlich fast die gesamte Buchreihe lang irgendwie. Ja. Irgendwann wird sie dann mal 12, glaube ich. Das ist immer ein Sommer gefühlt. Ja, gefühlt irgendwie schon. Und ja, sie ist halt sehr an Chemie interessiert und deckt im Grunde oder ermittelt in Mordfällen. Und das Schöne an den Büchern ist eigentlich, dass es so überspitzt alles ist. Ne? Also es ist halt wirklich übertrieben gezeichnet, sozusagen. Alleine deswegen, weil sie sich mit ihren Schwestern überhaupt nicht versteht. Die sind aber auch richtig fies zueinander. Also so wie man, glaube ich, selbst wenn man sich ein bisschen, mit den Schwestern, aber so übertrieben, wie die das halt treiben, ist das nicht. Und der Vater ist so auch so voll der ehemalige britische General, der auch in Kriegsgefangenschaft war und der halt so völlig kaltherzig eigentlich ist seinen Töchtern gegenüber. Also so völlig so britische Zurückhaltung oder wie man das auch immer nennen möchte. Also Aber es macht super viel Spaß. Ne? Ja, es ist irgendwie lustig, unterhaltsam. Ja, weil sie so ein cooler Charakter irgendwie ist. Ja, also genau. Ich finde gerade der Charakter von Flavia, der macht schon viel aus. Mhm. Also man findet sie irgendwie sympathisch, man findet sie cool. Ja. Für ihre 11 Jahre hat sie ordentlich was auf dem Kasten. Mhm. Und ich finde sie super beeindruckend als Charakter und es passieren halt auch echt skurrile Dinge. Ja. Also, ich habe ja, glaube ich, nur bis Band 4 oder 5 gelesen. Ich meine 4. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich hab ja ein paar Bücher da in meinem Schrank stehen. Ja. Und ich wollte die auch unbedingt mal wieder weiterlesen. Aber zu dem Zeitpunkt, ich habe halt aufgehört, bis halt Band 4 oder 5 rauskam. Mhm. Und dann kamen die halt dann nach und nach wieder raus. Und man verliert das dann halt immer. Ja, da hast du ja das Glück, dass du die quasi immer gleich sofort nachlegen kannst. Also eigentlich müsste man tatsächlich rein erst dann anfangen, wenn man die einfach mal so im Rutsch weglesen kann. Das tatsächlich versuche ich auch. Also es ist wirklich so, wenn ich weiß, okay, da ist jetzt eine Trilogie geplant, zum Beispiel Der Name des Windes, da habe ich zwar den ersten Teil mal gehört, aber halt Band 2 in seinen 2 Teilen habe ich seit Jahren schon auf dem Stapel quasi liegen und höre den aber bewusst nicht, weil ich eigentlich erst abwarten möchte, bis Band 3 Irgendwann mal. Also das sitze ich auch gnadenlos aus, weil genau sonst passiert nämlich, also mir persönlich passiert das auch, dass ich halt vergesse, wie jetzt die Konstellation war, was überhaupt passiert ist in den Büchern. Das passiert mir so oft. Ich habe zwar ein Lesetagebuch, das heißt, wenn ich weiß, es ist eine Reihe, die sich ein bisschen aufsplittet sozusagen und ich möchte dann hinterher wieder nahtloser reinfinden, dann mache ich tatsächlich auch, dass ich hinterher eine kurze Synopsis von der Handlung eben mit anlege, inklusive irgendwelcher offenen... Hast du das halt schon Arbeit, ne? Also das dauert... Ja, ich sag mal so Viertelstündchen. Also ich mache das so handschriftlich, aber schlussendlich, wenn du halt das Buch dann fertig hast, und ich mache es auch nicht bei jedem Buch, sondern halt tatsächlich, wo ich weiß, entweder das ist da jetzt eine Reihe oder was weiß ich, das wird jetzt noch ein bisschen dauern oder so,
Oder manchmal mache ich es ehrlich gesagt auch, um meine Gedanken klar zu kriegen, weil ich manchmal bei so sehr komplizierten, zum Beispiel Mordfällen oder Ermittlungsfällen, bin ich echt so, warte mal, was ist da jetzt gerade alles passiert? Also gerade wenn es so schnell irgendwie ist, dann muss ich mir das sozusagen einmal runterschreiben und nochmal gucken, so ach, da und so war das. Also das hilft mir dann, wenn ich halt bei weiteren Bänden dann einsteigen möchte. Das kann alles Mögliche sein, von eben Handlungssynopsis über irgendwelche Beziehungsdiagramme oder keine Ahnung was. Ich mache das relativ schnell, aber dann kann ich das halt auch innerhalb von 10, 15 Minuten durchlesen, muss nicht wieder das ganze Buch quasi lesen. Ja. So, dementsprechend. Aber gut, da spart man sich dann ja eigentlich, wenn man quasi das nächste gleich anschließt. Genau, wenn das geht, wunderbar. Ja, auf jeden Fall finde ich die Reihe ganz toll. Und was ich sehr, oder erst kürzlich gelesen habe, ist einmal die Harper Connelly-Reihe von Charlaine Harris. Da hatte ich die ersten beiden Bücher mal irgendwo auf einem Flohmarkt oder so erstanden oder bei Tauschticket, ich weiß es nicht mehr, weil es irgendwo mal als Tipp genannt wurde. Charlaine Harris ist die Autorin von der Suki Steakhouse-Reihe, die halt, heißt sie Steakhouse? Ja, ich glaube schon, wo es die Basis für True Blood, diese Vampir-Serie ist. Ach das, ja. Das kommt eben aus ihrer Feder und das ist jetzt eine ganz andere Reihe, aber echt geil geschrieben, also wirklich eine sehr fesselnde Hauptcharakterin, die eben Harper heißt und die kann seit einem Blitzeinschlag quasi erlitten hat, kann sie Tote spüren. Dementsprechend arbeitet sie auch auf diesen Fällen sozusagen und das ist halt klassische Krimis eigentlich, wo du dann selber miträtseln kannst, wer war es denn, und sie bleibt auch immer so lange, obwohl sie recht nomadisch unterwegs ist, bleibt sie dann auch eben, bis das aufgeklärt ist quasi in dem Dorf, wo sie dann gerade ist oder in der Stadt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Band 3 und 4 super schnell nachbestellt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, und habe die jetzt tatsächlich auch schon... Hast du schon durch? Ja, alle schon durch. Sehr gut. Und das zeigt mir dann immer, dass es so ein bisschen Hype gerade ist bei mir irgendwie, oder dass ich dafür brenne. So. Wo ich auch sagen muss, was ich super schnell weiterlesen möchte, ist den zweiten Band von Das Rosie-Projekt von Graham Simsion, oder wie auch immer der dann heißt. Das ist übrigens ein Kerl, das irgendwie habe ich das beim ersten Mal gar nicht geschnallt. Also das ist ein Mann, der das geschrieben hat. Und ich dachte so, okay, aber vielleicht wie Graham oder so. Ja. Ne? Graham Simsion, keine Ahnung. Und das heißt, der Rosie-Effekt, das möchte ich unbedingt ganz bald als allernächstes lesen, weil ich wirklich kein schlechtes Haar in diesem ersten Buch gefunden habe. Es war eigentlich für das, was es ist sozusagen, für mich eigentlich das perfekte Buch, weil du hast Unterhaltung. Das sagen ganz viele, ne? Ja. Also es hat echt gute Bewertungen. Ja, also es ist wirklich, wie gesagt, klar, die Erwartungshaltung musst du halt entsprechend anpassen. Es ist jetzt nicht kein Nobelpreisgewinner, ne? Aber es ist unterhaltsam, es ist witzig, es passiert recht viel. Also es ist nie so, dass du sagst so, okay, ich gehe da mal schlafen, sondern es sind viele Handlungsstränge sozusagen, die passieren, und tolle Charaktere. Also eigentlich echt rund. So, ich habe nichts, woran ich in irgendeiner Form großartig meckern könnte. Deswegen. Ja, ich weiß, dass es mal eine Zeit lang echt gehypt wurde. Ja. Und dann hatten es alle gehört. Genau, eventuell. Oder gelesen. Eventuell habe ich es daher auch irgendwie noch bei mir. Und dass ich es immer mal lesen wollte. Aber gerade wenn es teilweise so gehypt wird, dann greife ich oft nicht dazu. Ja. Weil man hat dann irgendwie so eine Erwartungshaltung. Und wenn das dann nicht erfüllt wird, teilweise möchte man eigentlich mitreden. Ja. Und andererseits denkt man so, lieber doch irgendwann später oder so. Ja, da ist man halt zu spät zur Party. Aber Hauptsache, man hat es immer irgendwann nachgelesen. Also ich kann es dir nur ans Herz legen. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Und es war auch, glaube ich, nicht zu lang. Ich glaube, das Hörbuch hat irgendwie, weiß ich gerade nicht mehr, 8 Stunden oder 11 vielleicht maximal. Also das ging wirklich. So guter Durchschnitt quasi. Ja. So, wir nähern uns der Ziellinie. Ja, nenne ein Buch, das dir geholfen hat, dich selbst ein bisschen mehr zu lieben. Und ich habe da nur ein einziges Buch, und da bin ich total froh drüber, dass ich es gelesen habe, weil es halt für mich persönlich unglaublich viel gebracht hat, nämlich Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann. Das ist auch das einzige Buch, wo ich sagen würde, das ist für mich persönlich etwas, was mein Leben verändert hat, weil ich dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, einfach mal mich halbiert habe gefühlt und das hat mir wirklich so einen Arschtritt gegeben. Das hat vorher kein anderes Buch geschafft, kein irgendwelche komischen Diätratgeber oder oder halt irgendwelche tollen Vorsätze oder so, sondern dieses Buch hat einen einfach mal, ich sag mal, ungeschönt die Augen geöffnet. Also es gibt auch ganz viele andere Bücher von, ich will es immer sagen, ähnlichen Autoren, die
die das irgendwie dann noch mit irgendwie Humor versehen und über sich irgendwie dann lachen, das war dann halt überhaupt nicht so. Und das war gut, weil ich mag es nicht, wenn irgendwas ins Lächerliche gezogen wird und man da irgendwie Witze drüber macht. Ja. Sondern wenn man irgendwie etwas erreichen möchte, dann ist es halt einfach nicht lustig, sondern man muss halt einfach die Zähne zusammenbeißen und sich halt in den Arsch treten. Mhm. Und das dann erstmal so den Spiegel vorgesetzt zu bekommen und man erstmal das realisiert, okay, du hast jahrelang einfach irgendwie dich selber scheiße behandelt, ja. Komm mal aus dem Quark und mach mal was. Und ja, es ist halt eben nicht leicht, aber es kann trotzdem jeder schaffen. Mhm. Und das fand ich einfach sehr motivierend, weil es mich dann auch mir gezeigt hat, es kann einfach jeder schaffen. Und wenn ich das geschafft habe, hey, dann schafft es wirklich jeder. Und ich kann es jedem ans Herz legen, dieses Buch, der irgendwie mit sich unzufrieden ist und der was im Leben erreichen möchte und der irgendwie ein paar Kilo zu viel auf der Waage hat und abnehmen möchte, ist für mich das allerbeste Buch, was es gibt, weil es einfach unglaublich viel bringt. Da wird so ein bisschen mit Diätmythen quasi aufgeräumt. Genau, Diätmythen wird aufgeräumt, was nicht heißt, dass Diäten an sich schlecht ist. Eben, man muss sie natürlich eine bestimmte Diät halten, aber man muss halt einfach die richtige für sich finden. Mhm. Und das heißt nicht, dass du irgendeinem bestimmten Konzept hinterherlaufen musst, sondern im Grunde heißt es eigentlich nur, du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Und dann nimmst du ab, egal mit welcher Diät du das schaffst. Und wenn du halt sagst, okay, Low Carb, das ist eigentlich das, was für mich perfekt ist, das musst du halt herausfinden. Aber wenn du sagst, dass du kannst gut damit leben, einfach mal auf Nudeln und Brot und so zu verzichten und damit dann lieber mehr auf Eiweiß zu gehen und das funktioniert für dich. Und dann sagst du, okay, dann mache ich noch eine 16:9 oder sowas und mache Intervallfasten. Mhm. Wenn du sagst, das kannst du in dein Leben gut einbauen, dann mach das. Aber nicht irgendwie dir von jemandem ein Konzept aufdrücken zu lassen von Weight Watchers oder was weiß ich was, was hinterher gar nicht zu deinem Lebensstil passt. Mhm. Sondern du musst einfach das für dich finden und du musst aufhören, dir einreden zu lassen, du musst frühstücken, du musst Abendbrot essen. Ist dann, wenn du der Meinung bist, du bräuchtest das jetzt. Mhm. Wenn du wirklich Hunger hast, du musst auch dann wirklich mal lernen, Hunger zu haben. Mhm. Weil eigentlich kennen wir das gar nicht mehr, dass man wirklich Hunger hat. Klar, irgendwann hat man das Gefühl, oh, ich habe ein Loch im Magen. Aber so, da habe ich erst gemerkt, wie sich das eigentlich anfühlt, mal Hunger zu haben, sodass ich wusste, okay, ab dem und dem Zeitpunkt bekomme ich wirklich Hunger, dann sollte ich was essen. Und man isst ja ganz oft auch einfach aus Langeweile. Mhm. Und ich habe mich halt in dieses Thema so doll hinterher eingelesen, hatte ein wunderbares Forum mit ganz tollen Menschen, die halt auch alle unglaublich viel abgenommen haben und alle nur eigentlich basierend auf diesem Buch, also auf diese Erkenntnis. Ja. Und deswegen ist das einzige Buch, was ich empfehlen möchte, beziehungsweise was mir geholfen hat, mich ein bisschen, bisschen mehr selber zu lieben. Mhm. Das ist, Ja, ich fand das auch sehr gut. Ich habe es ja auch gehört. Bei mir hat es nicht ganz so gut gefruchtet. Ja, ich fand diese Kategorie ehrlich gesagt am aller schwierigsten. Ich habe jetzt hier irgendwie zwei Vorschläge, aber das eine möchte ich irgendwie doch nicht sagen. Also, es ist aber auch echt schwierig, die Frage. Also wenn man da nichts hat, wo man wirklich was mit erlebt hat oder so, dann ist das echt schwierig. Ja. Also wirklich vor 2 Jahren hätte ich auch nicht gewusst, was ich da sagen sollte. Ja, es ist nicht einfach. Also ja, ich würde jetzt einfach mal nehmen Let's Pretend This Never Happened von Jenny Lawson. Das habe ich als englisches Hörbuch gehört in einem Jahr, ich weiß nicht, vor 2 Jahren, glaube ich. Und da geht es darum, dass sie halt Depressionen hat, gleichzeitig aber auch, oder nennen wir das dann manisch-depressiv? Ja. Also sie hat so Höhepunkte sozusagen, wo sie auch so sehr lustig ist, so nach dem Motto, und dann wieder so richtige Down-Phasen. Und vielleicht hat mir das nochmal vor Augen geführt, so ein Glück habe ich das nicht. Ja. Also sorry, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber sie geht da halt super offen auch mit um und sie erzählt dann immer wieder, wie es halt ist, wenn sie wirklich so eine depressive Phase hat. Und da habe ich nur gedacht, ey, alter Schwede, also wirklich Hut ab vor allen Leuten, die damit zu tun haben, die damit zu kämpfen haben, von den Symptomen oder Auswirkungen her, was sie alles beschrieben hat und dass tatsächlich ja auch das leider in der Gesellschaft noch gar nicht so akzeptiert ist als Krankheit, als normale Krankheit, wo man im Grunde auch nichts für kann und wo man irgendwie auch Hilfe benötigt, das hat sie halt auch ganz, ganz stark beschrieben und das hat mir einfach nochmal so die Augen geöffnet, so zum Glück sozusagen bin ich davon aktuell nicht betroffen und habe eben diese Schwierigkeiten nicht oder muss mich damit eben nicht rumschlagen und deswegen habe ich es jetzt hier in die Kategorie gepackt. Ja, aber das ist ja auch ein guter Ansatz im Grunde, dass man sagt, okay, ich habe mich damit lieben gelernt, weil
ich merke, okay, mir geht's eigentlich gerade ganz gut. Ja. Und anderen geht's halt einfach, die haben echt Pech im Leben oder die haben etwas, wo man irgendwie auch nichts gegen machen kann. Mhm. Und dass man einfach sagt, okay, man ist glücklich, dass über es einem besser geht sozusagen. Auch wenn das jetzt in dem einen Moment quasi, tut mir leid für Jenny Lawson, aber ja, das führt einem das nochmal irgendwie so vor Augen und das zeigt dann einfach so zum Glück. So eine Wertschätzung für sich selber auch, weil manchmal, man hat dann ja so diese kleinen, ich sag mal, Alltagsprobleme, wo man denkt, oh Mensch, andere Leute haben aber eigentlich viel größere Probleme. Ja. Warum mühe ich mich jetzt damit eigentlich so ab, so, dass man eigentlich froh sein kann mit dem, was man denn eigentlich hat und nicht, was man halt eben nicht hat. Ja, also, genau. Das ist eigentlich was Positives dann. Ja. Wir haben es geschafft. Ja. Das hat richtig viel Spaß gemacht, aber ich glaube, die Episode springt auch jeden Rahmen. Wie immer, ne? Also ja, na klar. Also wir haben noch eine letzte Frage und zwar markiere jemanden, der als nächster den Tag beantworten soll. Wen hast du denn ausgewählt? Ja, meine liebe Anna von Annas Bücherstapel darf das gerne beantworten. Die freut sich bestimmt. Weil die kennen wir beide, die macht das bestimmt mit. Ja, wobei, wenn sie nicht gerade mit dem Hausbau zu tun hat. Aber ja. Vielleicht nimmt sie sich ja die Zeit. Es muss ja nicht sofort sein, lieber Anna. Also, du kannst es auch später machen. ich würde das tatsächlich gerne einmal weiter taggen an Owlcrate. Die gibt es auf YouTube zum Beispiel zu sehen. Das ist ja so eine Bucherbox. Das ist ja eine Buchbox, die man eben bestellen kann. Und die haben ziemlich coole Bücher. Und die machen aber auch sehr, sehr tollen YouTube-Content. Und ich weiß, dass sie sehr viele Tags auch machen. Und da der Ursprungstext ja auf Englisch ist, würde ich sie einfach mal taggen und sie bitten, das halt zu machen. Also, weiß nicht, muss ich dann noch eine kleine Nachricht hinterher schreiben. Und ähnlich geht es mir mit der Flipping Through Pages, auch auf YouTube. Das ist ein junges australisches Mädel, was auch sehr viel liest. Von der habe ich übrigens die Illumina-Akten als Tipp quasi. Also die hat einen sehr ähnlichen Lesegeschmack zu mir jetzt persönlich. Insofern zu dir wahrscheinlich auch, weil die halt viel Fantasy liest, viel YA liest, also Jugendliteratur. Und ja, die macht das immer echt sehr, sehr gut. Die hat auch diverse Buchboxen, packt sie mal aus und freut sich dann, wie sie... Also das ist einfach... Ich glaube, darüber habe ich sie irgendwann mal auch gefunden, weil es einfach... Sie hat sich so niedlich und aufrichtig über diese Sachen gefreut, die da drin waren, dass ich es einfach toll fand. Und dann habe ich halt gemerkt, dass sie auch einen sehr ähnlichen Lesegeschmack hat. Und ja, das hat sich jetzt spätestens mit Illumina-Akten auch nochmal bestätigt. Und ja, es ist, wie gesagt, auch auf Englisch, aber dann tagge ich die einfach so nochmal und hoffe, dass sie das auch beantwortet. Wer sonst noch Lust hat, das zu beantworten, kann das auch jederzeit tun und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf bücherreich.net mir dann einen Beleglink quasi zuschickt oder einfach mal den Link dazu zuschickt, wie es denn bei euch gewesen ist und welche Antworten ihr auf die Fragen gegeben habt. Das würde mich sehr interessieren. Ich bin auch ganz gespannt. Vielleicht finden wir da ja noch den einen oder anderen Tipp. Ja, das wäre cool. Das wäre super. Genau, ansonsten wäre es das erstmal für den Thank You Next Buchtag. Bis nächstes Mal und lest schön. Bis nächstes Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.